Ja, ich habe noch die ganzen Kampfrüstungen und weil die in bester Condition sind, ne, weiß Bescheid. Ja. Oh! Wow. Oh, Digga. Warte mal. Ich brauche zum ersten Mal seit langer Zeit einen Stimpack. Ja, weil ich die ganze Zeit mit der Gauss-Knarre durch die Gegend laufe, weil ich halt Spaß haben will, aber. Oh! Oh, Hallihallöchen. Ja, verfluchten Teller. Digga. Alter, die sind so aggressiv. Oh, ich brauche gleich das nächste Stimp. Die haben es aber auf mich abgesehen, die Jungs jetzt. Ach komm, gönn dir. So, dann kriegst du auch noch Köpfchen. Wolter. Ja, mein Name ist Wolter. So, pass mal auf, das war zu einfach. Mein Guter. Was wollten Sie sagen? Wo ist denn Steven, der Vogel, wieder hin? Doch. So, komm mal her. Du nimmst mal eine ganze Menge von dem ganzen Quatsch hier. Kampfflinte, Kampfmesser, Kampfrüstung, Gen, Kernspaltungsbatterien, Laser, Gewehr, was reicht mit Flash? Muss aufpassen. Meyerlock, Flash, Motorrad, Dinge, Nagelbrett, meine Güte, kein Wunder, dass ich so viel Kram auf Tasche habe. So. Oh, okay. Nee, brauchen wir nichts machen. Entschuldigung. Warte. Warum habe ich meinen Tesla-Helm ihm gegeben? Okay, jetzt darf ich nicht unvorsichtig sein. Und ich? Ja, das ist klasse. Ist super, dass du das tust. Kleidung, Tesla-Helm. Ja. Oh, mehr Loot. Hier sind ein paar Talons runtergefallen. So, war das jetzt vielleicht... Bitte sagt, dass ich das alles gelootet habe hier. Ja, nicht, dass hier noch mehr ist. Nein, also ich hab's. Nein, ich hab's nicht gelootet. Okay. Schraubenschlüssel. Hammer, Alter. Ist ja Hammer, Digga. Nee, dass ich die Stimpacks alle rausgenommen habe, ist mir klar. Ja, nee, also. Das Überwiegende ist gelootet. Das ist schön. Ja, okay. Raus hier. Okay, könnte sein, dass der Marker nämlich hier war. Und dass das jetzt der zweite Talon-Vogel war, den ich für den Vogel platt machen sollte. Dann lass uns doch mal schauen. Ja, der Marker ist weg. Jetzt haben wir nur noch einen Marker. Habe ich jetzt Aufgaben? Merc Regulator. Ja. Wo ist denn dann? Ja, also Takuma Industrial. Ach, es sind Feinde in der Nähe? Wo denn? Also dann gehen wir einmal kurz hier runter. Ich lass mich doch jetzt nicht ärgern. Nee, ich dachte letztes Mal noch daran, dass ich hier, raus nach Point Lookout fahre. Aber wenn ich dorthin gehe,
geht Frogs zurück zur Bibliothek und dann dürfen wir ihn erstmal wieder besorgen, weil der wird sich mit Sicherheit wieder unter die Welt baggen, ne? Weiß Bescheid. Nee, ich denke mal, dieser Marker bei Takuma Industrial jetzt ist nicht der, von wo wir die Familie suchen sollen, sondern, und das ist wahrscheinlich der nächste Talon. Schwachsinn. Okay. Takuma Park? Takuma Park. Da waren ja auch Talons. Und die respawnen ja immer wieder. Zu den Waffen, Soldat! Okay. Ach du meine Güte. Warte mal. Ja. Talons. Bleiben immer gleich. So. Ja, macht doch noch wieder Spaß hier. Hahaha, schön. Ach, guck mal, der hat seine Rakete sich selber an den Kopf gepfeffert. Das ist cool. Ja, ach komm. Bams. Ja, ich könnte ja mit der... guck mal, da liegt noch der ganze Supermutti-Kram. Aber die sind schon lange tot. So. Was ist das jetzt mal? Aber ich denke mal... Alter, wer hätte das gedacht, dass wir heute hier so viele Talons wegkillen dürfen? So, Crispy Chicken, Alter. Ja, ich will jetzt auch wirklich nicht alles hier looten. Ist mir vollkommen Wurstigkeit. So, ja, hier ist noch... Hier ist noch irgendwo... hier so hoch, sagt es. Ja, wahrscheinlich müssen wir... Kann ich hier hoch? Das wäre ja zu lustig. Sprechen mit Andrew. Vielleicht finden wir ja wirklich noch auch noch die Familie von dem Kleinen da, ne? Weiß Bescheid. Glaube ich aber nicht. Ich habe da eben noch was gesehen, was interessant war. Nee, aber ich glaube, das hier ist alles eingezäuntes Gelände, weil... Nee, ich dachte, dass da wäre eine Tür. So, Takuma Industrial. Zeit voll abzugehen. Ah, ich hab's doch geholt. Das habe ich mir doch gedacht, dass er das will. Pass auf. Aua. Hört doch mal auf, auf mich zu schießen. Ich habe euch doch gar nichts getan. So. Boah. Alter. Ach, den... Ach, Gronk, dich habe ich doch hier auch hier... Das letzte Mal direkt habe ich doch hier, dich hier ge... Lasst mir doch mal meinen Spaß. Voll in den Kopf, wie... ich glaube, hier ist niemand, der als nächstes will. Die sind jetzt alle beim großen verfluchten Teller im Himmel.
So, ich habe doch eben hier noch mehr erschossen und die will ich jetzt. Ich will sie nicht alle looten, nicht unbedingt. Aber wäre schön. Wäre gar nicht schön. Merkst du das? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Da unten liegt noch einer. Den hole ich mir natürlich auch noch. Ach, Digga. Ui, hier radelt es aber ganz gewaltig. Nachher mal, wenn ich zu Hause bin im Megaton, mal entradeln vielleicht. Wäre vielleicht eine coole Idee. Eine ganz nice Sache wäre das. Oh ne, hör auf. So. Alter, jetzt schau dir das an. Das kann doch nicht wahr sein. Heiliger Sankt Mahamba. Ja, das ist der Schutzheilige des Chaos. Der heilige Sankt Mahamba. Alter. Nee, mal gar nicht übertrieben. Es sagt, dass hier noch mehr ist. Unter Umständen. Wir gehen direkt drauf zu. Ja, der Supermutanten. Und auf der Hut sein. Autoshop. Ich mach mal lieber einen Schnellspeicherstand. Oh, hast schon wieder eine Stunde aufgenommen. Zu den Waffen, Soldat! Ach, Digga. Captain Hake. Ich will diesen. Ja, ich weiß, wo du den haben willst. Aber weißt du. Captain Hake ist tot. Wahrscheinlich waren bei den anderen auch Benannte dabei. Take out the three Satsuka. Return to Spencer. Kennt einer von euch noch die Kinderserie Hallo Spencer? Return to Spencer. Address unknown. No such number. No such song. Return to Supermutant Behemoth. Guck mal, der hat zwei Kopfies da vorne dran. So. Ach, das waren noch Zeiten. Ja. Ach, wisst ihr was? So, dann machen wir doch jetzt mal den Schnellreisepunkt. Ist das eine Scheuße? Wilhelms Warf. Warf. So. Return to Spencer. So, dann haben wir für den auch was Gutes getan. Wo ist denn der? Wo ist Spencer? Der gehört zu Spencer Davis Group. Warte. Ich erzähle hier einen Quatsch daher. Bitte sehr. Spencer! Ich sehe ihn. Hallo Spencer! So. Did you get rid of those town captains? Sie sind alle tot, wie du es mochtest. Ja, ich bin fertig mit deiner dreckigen Arbeit. Wo sind meine Kronkorken? Die sind tot und jetzt bist du es auch. Attacke, nö. Ja, ich bin allein. Thank you. Here are your caps as promised. And please, don't tell anyone about this. Oh, ich werde es allen erzählen. Vor allem bei einer Frau. 1000 Kronkorken. Digi. So. Ciao, Digga. Wollen wir ihn erschießen? Sie sollen Blei fressen. Einfach nur aus Spaß. Na gut, dann Beinchen. Spencer, linkes Bein verkrüppelt. Ja. So, was hat ein Spencer dabei? Schönes. Spencer ist bewusstlos. Ha, wir können ihn gar nicht töten. Okay, alles klar. Jungs, wir haben hier nichts mehr zu tun. Dann lass uns doch mal. Entschuldigung, mir ist langweilig. Nee, nicht wirklich, aber.
Goodie. Ich frage mich tatsächlich, jetzt wo das alles so gut gelaufen ist, ob ich nochmal nach den Eltern von Todd suchen soll. So, warte mal. Ich warte mal 5 Stunden. Digi, wo ich gerade von Zeit rede, da könnten wir jetzt bald auch mal dann ansetzen. Da wird eine Pause nämlich notwendig. Also nicht, dass es passiert, wundert mich eigentlich, aber ich trinke ja auch kaum. Digga, mein erster Kaffee ist nicht mal alle. Ja, und dann machen wir noch eine Stunde und dann muss ich, weil ich keine 64 GB Karte habe, sondern nur die 32er, muss ich dann erstmal das Material rüberschaufeln auf die Festplatte. Sie sind alle bei Gary Frühstück. Aber wenn man sie fragt, verkaufen sie einem trotzdem was. Ich mach mal einen Schnellspeicher. Ach so, der ist jetzt da reingegangen. Sie sind alle bei Gary Frühstücken. Ah ja, super. Nee, ich will gar nicht, dass sie mir was verkaufen, außer Stimpaks. So. Ich hoffe, die Legende ist am Start. Legende. Ich bin doch gar nicht da. So. Aber Cindy Cantelli. Es ist schön, sie wieder zu sehen. Ach, schade, ich habe. Wir haben alle ab. Okay. Aber nur wenig Stimpaks. Trotzdem. Jedes bisschen hilft. Ach, du liebes bisschen. So, zack, 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 zack. Ja, ich versuche mal den Kram loszuwerden. Ah, das Altmetall, das ist mir jetzt egal. Chinesisches Sturmgewehr. Alter, na, guck mal. Nee, die hat nur noch 3 Ocken am Start. Digga. Ach komm. Ja. Yeah. So jemandem macht man gerne Geschäfte. Das ist richtig. Für mich ist es Zeit zu gehen, Cindy. Hallo. Hey, ja, wenn aufpassen, klar? Ey, du rauchst ja gar nicht. Ich wusste ja. Hier ist unsere. Okay, gib mir mal deine 9 Stimpaks. Mühsam, ne? So, dann die Impulsgranaten und die Impulsmine. Und eine Kampfflinte und ein Kampfmesser und ein Lasergewehr kann ich schon wieder nicht verkaufen. Digga. So, nö, das geht auch nicht. Alter. Ja, ich merke, dass ich zu wenig trinke. Meine Stimme versagt total. Ja, nö, das war schon zu viel für ihn. Die Splittergranate. Granate. Ja, gib mal wieder her. Schrottpatronen. 26, 36, 43, 43, 20 um die. Ach, ich nehme erstmal 19. So. Ich rechne doch jetzt nicht groß. Wer sagt da, du kannst gar nicht rechnen? Frechheit. Okay. Ja, also. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Vielen. Wenn ich wirklich alles bis auf den letzten Ocken verkaufen würde, habe ich ihm jetzt schon. Sie haben wohl beschlossen, sich der. Nee, habe ich noch nicht. Sie müssen. Okay. Ja, ich muss was töten. Das Loot muss ich töten. Alter. So. Und dann wollen wir mal sehen, was wir loswerden. Dieses Lasergewehr haut ihm schon wieder die Hälfte seiner Ocken weg. Dieser Raketenwerfer geht aber auch. So, dann das. Die Splittergranate. Renate. Oh, das hat also auch noch funktioniert. Jetzt haben wir noch 44. Nein, das verkaufst du bitte nicht. Die Eier des Teufels können aber mal weg. So, und dann hat er noch 30 Ocken. Mein Digga. Weißt du was?
Ich gebe ihm 2 Red Away, wenn ich die abgemessen kriege. Das wird er dann wohl. Naja, komm. Nimm. Ein weiterer zufriedener Kunde. Nein. Wieso mögen wir eigentlich die Leute nicht, die auf dem Hangar deck leben? Hallo. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich zu Ihnen setze? So was fragt man. Schätze, das geht in Ordnung. Ich kenne kein Gesetz dagegen. Jedenfalls keines, das ich unterzeichnen kann. Digga. Willkommen im Potomac Attire. Bin ich gar nicht. Glaub, ich bin in Jerry's Gallery. Was höre ich da über Hangar, Deck und Oberdeck? Die Leute, die auf dem Hangar Deck wohnen, bilden die große Masse des ungewaschenen Pöbels. Ich habe das irgendwo gelesen. Gefällt es Ihnen? Naja, auf jeden Fall brauchen Sie richtige Führungspersönlichkeiten, wie zum Beispiel mich. Alter Schwede. Ich bin hier, um Geschäfte zu machen. Ihnen? Okay. Ja, da ist doch tatsächlich noch eine Dialogoption mal eben aufgekommen. Alter, ich brauche mehr Kaffee. Ich verspreche mich schon wieder die ganze Zeit. Okay. Nee, ich will ihm lieber die Dinge verkaufen, die was richtig wiegen. Zum Beispiel hier. Zack. Zack. Das war schon zu viel. Dann nehme ich mal die zurück. Aha. Okay. Ja, es ist nicht einfach, ne? It's not easy, my friends. It's not easy. Ja, ich mach das mal so. Ah, den Einocken, den kann er behalten. Sehe ich jetzt gar nicht ein. Tschüss. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas. Explosion am Horizont. Nehmen Sie bitte Rock. Platz, es wird sich gleich jemand um Sie kümmern. Mai Wong. Freeman. Bam. Ja, sieht hallo. Alles in Ordnung aus hier. Ah, Alter, was schreist du mir so in die Ohren? Ja. Ja, also ich glaube, wenn wir alles bis auf den letzten Munitionsteil verkaufen würden, das würde ein wenig... ja, das würde schmerzhaft werden. So, nochmal zum Geschichtsmuseum, denn da haben wir vorhin ja nur mit Dr. Barrows gehandelt. Die anderen dürften jetzt auch wieder Ocken am Start haben. Dann geht es einmal hoch nach Canterbury Commons. Und ja, ich glaube dann... Ah, Big Town dürfte dann auch wieder, da wo alles anhing. Alter... Ja, ich glaube, ich mache jetzt hier mal eine Pause. Ich gehe jetzt hier einmal rein. Meine Lieben, ich stelle mich wohin, wo ich möglichst nicht angequatscht werde und sage Ciao mit Tee wie Tulpe. Da ist nämlich Tulip. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Einer der letzten. Ich würde sagen, es geht langsam wirklich zu Ende. Und ja, da schauen wir mal, was wir weitermachen. Und ich habe euch ja noch gar nicht die Story zu Ende erzählt von meiner Wahnsinns-Radtour diesen Sommer. Ob ich dazu noch komme? Also, tschüss mit Üs.